Das DFB-Bundesgericht hat die Berufung der Würzburger Kickers gegen das Urteil des Sportgerichts zurückgewiesen. Der FWK hatte gegen die Wertung des Spiels beim SV Darmstadt Einspruch eingelegt. Nur wenige Würzburger am Böllenfalltor. Trainer Bernhard Drares wechselt Torhüter Erik Verstappen als Feldspieler Adimago Images. Das Bundesgericht hat also die Vorinstanz im Falle der Kickers bestätigt. Das Sportgericht hatte am 25. Januar 2021 den FWK-Einspruch gegen die Wertung des am Dezember 2020 stattgefundenen Zweitligaspiels beim SV Darmstadt als unbegründet. Darmstadt hatte die Partie seinerzeit 2:0 gewonnen. Achim Spielt, der Vorsitzende des DFB-Bundesgerichts, kommentierte das Urteil vom Mittwoch. Die Berufung der Würzburger Kickers war zulässig, aber nicht begründet. Weshalb wir sie zurück. Es wird daher auch kein Wiederholungsspiel geben, sondern die bisherige Spielwertung bleibt. Punkt. Nur 14 spielberechtigte Akteure an Bord. Würzburg hatte seinen im Dezember eingelegten Einspruch damit begründet, dass der Verein unter irregulären Bedingungen habe antreten müssen, da er zum Spieltermin lediglich 14 spielberechtigte Fußballer habe aufbieten können. Unter diesen Voraussetzungen sei die Wettbewerbsgleichheit nicht gewährleistet. Am Böllenfalltor musste Trainer Bernhard Drares seinerzeit mit Erik Verstappen sogar einen Torhüter als Feldspieler einwechseln. Aho, so lange laufen die Verträge der Zweitliga-Trainer.